Kommen wir mal zu 19. Waschmaschine sowjetischer Bauart. Mit einer Kontrolleinheit obendrauf. Das ist hier ein sowjetisches Einkaufszentrum. Von den Duschen aus hier in das Schwimmbecken rein. Jetzt haben wir uns mit der Drohne einen kleinen Überblick verschafft, was es hier noch alles gibt. Die Aufnahmen werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben, weil die kommen wahrscheinlich vor diesem Video. Ja, der Morgen ist schön, es ist extrem sonnig, schön warm draußen. Die kalte Nacht hat man schon vergessen. Und jetzt gehen wir weiter erkunden, was es hier noch Schönes gibt. Da hinten haben wir ja aufgenommen, gibt es noch Hochhäuser. Da wollen wir mal schauen. Hier gibt es noch irgendwie so eine Art Schule. Gucken wir gleich rein. Ja, viel Spaß beim Gucken. Ein schön großes Gebäude. Das war bestimmt der Stab. Genau. Ja, sieht irgendwie so wie so eine Schule aus oder so. Hatten wir gestern ja schon vermutet. Ja, ich würde mal sagen Schule. Fast wie überall. Alles abgerissen, alles leer. Aber die ganzen Fenster sind schön fein säuberlich sortiert. Warum auch immer. Eine große Halle. Ein Treppenhaus. Eine schöne Steintreppe. Sieht noch ordentlich vernünftig aus. Hoi. Ein grünes Zimmer. Mit einem riesigen Balkon. Ne, Vitjok? Ja? Hier wohnen und da hinten einen schönen Balkon zur Party machen. Ja, genau. Perfekt. Riesige Räume. Und da hinten noch viele weitere Gebäude. Hier noch ein Gebäude mit heilen Fenstern. Wollen wir mal schauen, ob es hier vielleicht doch besser wäre zu übernachten heute Nacht. Das sieht ja hier schön gemütlich aus. Überall die Böden raus, ne? Vielleicht demontieren sie hier alles schon. Was machen sie? Vielleicht demontieren sie hier alles schon so langsam. Ich habe mich auch schon gefragt, warum sie die Fenster einfach rausgenommen haben. Okay. Ja. Hier, Leute, schaut mal. Das ist hier ein sowjetisches Einkaufszentrum. Mal gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen durchs Gebüsch. Ja. Sogar damals haben die hier schon Werbung gemacht. Molko steht hier, Milch. Brot. Da oben steht Chleb, Brot, genau. Perfekt. Mal gucken,
ob da jemand ist, ob uns was verkauft. Aha, schöner Eingang. Links und rechts. Ja, das war definitiv ein Geschäft. Ja. Da war bestimmt Fleisch und Fisch verkauft. So. Genau. Ja, und die Füße sind meistens. Hier die Lagerräume. Na, guck mal, perfekt. Von hier hinten sind wahrscheinlich die ganzen Produkte angeliefert worden von dieser Tür. Und auf der anderen Seite hat man die dann verkauft. Schönes, geräumiges Lädchen. Oh, Geldkassette. Hä? Was meinst du? Geldkassette. Geldkassette, ach ja. So sahen die früher aus. Und ein Wischmopp. Wischmopp oder eine Fackel? Ja, keine Ahnung. Ja, sieht auch. Naja, Fackel ist zu groß, ne? Irgendwas ist es. Wischmopp wahrscheinlich abgebrochen hier. Ja. Na, Vitok, was hast du gefunden? Etwas bezahlen. Von der anderen Seite des Geschäftes ist hier noch etwas. Auf jeden Fall ein großzügiger Raum davor. Vielleicht war das ein Kino oder irgendwie so eine Diskothek oder was auch immer. So ein zentraler Platz. Hier vorne waren auf jeden Fall Toiletten, ganz viele, Waschbecken und alles. Und hier ging es, oh, unten sind Türen, Vorsicht Leute, guckt unter die Füße. Hey, und hier ist ein großer Raum. Ja, es könnte sein, dass es hier vielleicht irgendwie so ein Club war oder so. Oder was meint ihr, Jungs? Ja. Guck mal, da hinten sind kleine Räume. Kann sein, dass da... Hey. Ganz viele russische Zeitungen. Vitok sagte gerade, es ist von 93. 1919, wow. 26. März. Das sind ja heftige Raritäten hier. Das Jahr 1919. 26. März. Schön. Dass die noch komplett ist. Ja. Das sind ja über 100 Jahre. Vielleicht war das hier irgendwie so eine Bibliothek oder sowas. 100 Jahre und die Zeit enthält noch. So hat man die in Russland damals gemacht, obwohl in Deutschland. Nee, das ist russische Zeitung. Ja, na da. Was gibt's da, Vitok? Ah, das war so ein Lager. Chino, Rüß, die Schublade sind alle beschriftet. Makarone. Warte mal, lass mich mal kurz. Cool. Makaroni. Auf Russisch. Pschino heißt Weizen oder so. Gretschka, das Buch Weizen. Hier auch. Reis, genau. Ja, cool. Aber für ein bisschen klein, ne? Für die Zwecke. Naja. So, hier bräuchten wir wahrscheinlich Licht. Jurczyk, warte mal. Ich gehe mal kurz durch. Gibt es hier was Interessantes? Alles schön gefliest.
Sanitärräume. Oder war das hier ein Krankenhaus oder sowas? Nein, will ich nicht sagen. Bürogebäude, glaube ich, heute. Oder auch ein Geschäft. Naja, das werden wir wohl nie erfahren. Ja. Kommen wir hier durch? Ja. Guck mal, da ist irgendwas unter der Erde. Da. Ist das tief? Okay, das ist nicht tief. Ein Erdloch. Wahrscheinlich irgendwie so ein Abwasserkanal, aber da hinten ist ein Häuschen, direkt unter der Erde, da müssen wir gleich mal hinlaufen. Hier ist, guck mal, hier ist sogar eine Fontäne. Und hier waren die Käufische drin. Ja. Ich denke, als es hier alles funktioniert hat, war das ein schönes, schönes Areal hier, denke ich mal. Was mich interessieren würde, wie viele Leute hier gelebt haben. Ja, aber guck mal, es sind ja mehrere Stockwerke, Gebäude hier überall. Ja. Deswegen, das denke ich mal, schon ordentlich. Und was hier so alles an Supply-Gebäuden hier in der Nähe ist. Cevitok war hier der General drin? Keine Ahnung. Guck mal, Wände mit Holz verkleidet, wie in so einer Sauna. Aha. Ja. Rohre. Interessant. Und hier ist nichts, ne? Nee, nichts Wasserliches. Okay. Oder das war irgendwie ein Lager oder so. Vielleicht irgendwie so für unverderbliche Uware oder genau, oder Gewächshaus auch. Tja. Also solche Sachen hast du von der Drohne aus gar nicht gesehen, ne? Nee. Leute, guckt euch das mal an. Hier war die Wäscherei wahrscheinlich. Eine alte, schöne Waschmaschine sowjetischer Bauart. Mit einer Kontrolleinheit obendrauf. Das ist doch der Hammer, Leute. Und hier haben sie ihre Wäsche gewaschen. Hier ist sogar ein Tasik. Ich habe was Interessantes gefunden. Ja, gehen wir gleich hin. Na komm, eine Sauna? Eine Sauna und Schwimmbecken. Cool. Ja, hier hätten wir übernachten sollen. Dann hätten wir hier ein bisschen angefeuert. Geil. Dann müssen wir unbedingt ein Foto schießen. Hammermäßig. Hey, 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 hier waren die Duschen und dann konnte man von den Duschen aus hier in das Schwimmbecken rein. Ist zwar klein, aber vollkommen ausreichend. Die Soldaten hatten hier ja richtig Luxus, 5 Sterne, Etablissement. Ja, die Decke sieht schon scheiße aus. Muss man da aufpassen. Hier ist noch Dusche. Da hinten ist irgendwie so ein Lagerraum. Und hier haben wir sie gefunden. Die schöne russische Banja. Da unten ist zwar ein Loch. Da wollte wahrscheinlich jemand abhauen. Aber hier schöne Böden.
Da hinten Steine, alles voller Steine, ein Kessel. Und da saßen die sich, hier haben sie ihre Ärsche warm gemacht.